So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mal wieder in Paderborn bei der Firma SAR Turbotechnik. Arthur ist auch schon wieder am Start. Hi, grüß dich. Erstmal richtig cool, dass ihr die Videos bei René auf dem Channel so verfolgt. Da tut sich ja auf jeden Fall ganz gut was. Ja, ist gut. Auto geht auch voran hier? Ja, definitiv, würde ich sagen. Heute sind wir aber erstmal wegen was anderem hier. Das haben wir letztes Mal ja nur so grob angerissen. Ihr macht ja eigentlich nicht nur diese Vierzylinder-Umbauten, genau, sondern auch richtig. Noch eine Stufe größer. Genau, das ist so dann quasi der RS3 in einem Golf 7 drin. Ja. Genau, so die Endstufe. Das Ganze sieht dann so aus? Wobei das jetzt nochmal die Mutation davon ist, so ungefähr. Ne? Genau, richtig. In dem Fall haben wir jetzt hier den halt mit einem GTX-Lader noch versehen. Mhm. Das Projekt, generell machen wir die viel halt mit Upgrade-Lader der Firma TTE verbaut. In diesem Fall, wie gesagt, haben wir jetzt einen GTX 35 drauf und so hat der Kunde es sich gewünscht. Also erstmal muss man sagen, wenn man es jetzt nicht wüsste, du hättest es, René, wahrscheinlich gar nicht so schnell erkannt, ne? Nö. Wenn du dir jetzt hier so das Audi-Zeichen noch wegdenkst, ist das schon so wirklich, als wenn das so wäre. Ja, ich hatte eine ganz witzige Geschichte von einem Kunden, der bei VW gewesen ist und da haben die ihm echt gefragt, ob das eine Sonderedition ist, weil der Fünfzylinder drin war. Hätte ich jetzt auch genau gedacht. Also für alle, wir haben ja natürlich auch ein paar Experten dabei, die nicht VW-Audi-lastig sind. Fünfzylinder-Motor aus dem TTRS RS3-Baureihe gab es natürlich in dem Golf nie. Nein. So, das heißt, hier ist der reingewandert, komplett mit Getriebe. Mit Getriebe, Allradantrieb, komplett. Einmal alles. Genau, alles. Dann normalerweise bietet ihr sowas natürlich mit einer, ich sag jetzt mal, Serientechnik an. Dann genau. Gibt es die Upgrade-Stufe mit den ganzen TTE-Ladern. Genau, ja, mittlerweile habt ihr ja auch etliche Lader, so ich sag jetzt mal, entwickelt in der Zeit mit den Jungs aus München. Genau. Das fing ja eigentlich, glaube ich, an mit 550 PS, ne? Genau, so dann ging es weiter halt, wo die dann halt die Dacia-Lader so ein bisschen fing es an, dass die von dem ganz neuen RS3 quasi den Lader genommen hat und auf die alten Modelle drauf gebaut haben, weil die Downpipe unterschiedlich ist, haben die einfach gefragt, ey, könnt ihr uns eine Downpipe dafür bauen oder eine Ansaugung, die dann auch dementsprechend die Leistung kann und so fing das dann alles so ein bisschen an. Und das ist ja mittlerweile sogar so weit, dass die allerneueste Bauform von diesem Fünfzylinder, dieser DASA, D-A-Z-A Motor, genau, richtig, der kann auf Basis von einem Upgrade-Turbolader mittlerweile fast 700 PS oder so, ne? Genau, richtig, da sind wir jetzt so bei 700, bisschen über 700, aber... Krass, das heißt, theoretisch wäre so ein Umbauaufwand, ich meine, man sieht es hier eh nicht, aber hier steckt richtig Arbeit drin, weil da ist richtig ein Rohrkrümmer gebaut, da steckt ein Gerrit-Turbolader drin, das ist theoretisch alles mit Hosenrohr und so weiter. Man sieht es zum Glück nicht. Mit externen Wastegate und so weiter, da steckt schon richtig Technik drin, beziehungsweise richtig Arbeit drin, was theoretisch aber mit diesem TTE, den gibt es ja als 700 und sogar als 777, glaube ich, genau, auch. Genau, 777 heißt 777 eigentlich gar nicht unbedingt notwendig wäre. So. Nee. Das ist allerdings auch noch die alte Bauform von dem Motor. Genau, das ist jetzt in dem Fall der 8V1, der aus dem 2016er Baureihe. Den Block, das ist noch der Stahlblock, den gab es eine ganz kurze Zeit. Also die alten waren auch Stahlblöcke, aber die sind schon etwas moderner. Das ist dann der mit 367 PS. Die davor hatten nur, glaube ich, 340 PS oder so gehabt. Und die neue Stufe, das sind dann der DASA, wo wir vorhin von gesprochen haben, das ist dann im Prinzip der Alu-Motor mit 400 PS serienmäßig. Genau. Und was muss jetzt alles gemacht werden? Falsch. Wir bleiben erstmal dabei, was muss gemacht werden, damit wir auf 700 PS kommen? Also unabhängig von Krümmer, Turbolader und so weiter, ist klar. Genau. Also in dem Fall haben wir jetzt bei dem auch natürlich den Motor komplett zerlegt, haben verstärkte Kolben eingebaut, Pleuele, Lagerschalen, Stehbolzen oben, unten. Der Kunde hat sich hier einmal volles Programm gewünscht, hat gesagt, komm, alles machen. Ja, ja. Wir haben auch ein verstärktes Schwungrad reingebaut. Wir haben schnell erkannt, dass die dann doch mit der Leistung nicht so lange halten, dass sie kaputt gehen. Deswegen haben wir in dem Fall gleich ein verstärktes Zwei-Massen-Schwungrad jetzt schon mit reingemacht. Und bis einer gewissen Leistung kann man die Hinterachse original fahren, also bis 650 PS macht die Golf 7 Hinterachse das mit vom Diff. Alles über 750 PS, 700 haben wir jetzt angefangen, halt wirklich die auch aus dem RS3 die Hinterachse einzubauen, weil die viel mehr ab kann. Ist ein bisschen aufwendig, weil die Software muss alles angepasst werden. Das macht dann. Ab kann heißt, das Diff macht dann da Probleme? Genau, die Kupplung fängt an zu rutschen, dass er hinten einfach die Übertragung, die Kraftübertragung vom Golf 7.
packt das nicht mehr. Ja. Und deswegen machen wir dann auch die RS3-Getriebe hinten rein. Ich wollte gerade sagen, René, da hast ja noch ein bisschen Luft bis 650 PS. Aber dann ist mir eingefallen, ist der Frontantrieb. Ist ja eh kein Diff hinten drin. Ja, wer weiß. Okay, also schon radikal alles gemacht. Genau. Steuergerät? Steuergerät wird alles, also die Firma MTR Performance, die macht das für uns, die ganzen Einzelabstimmungen und Applikationen, die Anpassungen, sage ich mal jetzt alles, was im Steuergerät ist, das macht alles die Firma MTR Performance für uns. Wir sind halt wirklich spezialisiert darauf, die Hardware zu machen, die Hardware einzubauen oder die Komponenten zu bauen, um dass auch die Leistung erreicht wird, weil es fängt ja an mit dementsprechender Ansaugung, Abgasanlage und so, das muss ja alles zusammenpassen, sonst kann man die Leistung nicht erreichen. Das gehört natürlich dazu. Ne? Aber das heißt, Marcel kriegt das so weit hin, dass das wirklich, ich sag jetzt mal seriennah, in so einem Auto läuft. Was so Tacho angeht, Schalten angeht, ABS, ESP und so weiter. Ist alles voll drinne, auch teilweise mit Kameraassistent drinne. Das haben wir auch in dem RS3 drinne. Also die haben ein eigenes Fahrzeug, für die umgebaut haben. Der hat auch die Frontkamera drin. Das funktioniert alles. Also es ist wirklich so, dass es schon sehr seriennah ist alles. Wie ist das mit Zusatzeinspritzung in dem Fall? Bei dem ist jetzt keine Zusatzeinspritzung. Da fahren wir bis 700 PS, fahren wir wirklich mit den Originaldüsen, beziehungsweise haben wir in diesem Fall jetzt noch ein paar größere Düsen reingemacht zusätzlich, um einfach nicht ganz am Limit zu laufen, weil wir auch die Innentankpumpe zum Beispiel geändert haben, vom RS3 da reingemacht haben, damit der Vorförderdruck auch wirklich nach vorne kommt. Weil das ist ja noch die Generation, die wirklich nur ein Direkteinspritzer ist. Genau, richtig. Das ist die Generation, wo wirklich, der hat nur 5 Düsen. Die neuen Motoren, da kommen wir wieder auf den DASA. Der hat in dem Fall 10 Düsen. Das heißt, er hat einmal Hochdruckdüsen, 5 Stück, und nochmal Niederdruckdüsen, die im Saugrohr nochmal zusätzlich mit drin sitzen. Das ist schon aktuell wirklich ein heiß begehrter Motor, ne? Ja. So, auch wenn ich so die Amis so sehe, was die da so Gas geben und so weiter, das ist schon, da tut sich richtig was in den letzten Jahren. Ne? Ja gut, jetzt so langsam kommt man auch, sag ich mal, mit dem Serienblock an die Grenze. Was kann der so ungefähr? Also wir fahren so 700 PS, die haben wir bis jetzt getestet, darüber hinaus auch schon ein bisschen, aber dann merkt man doch schon, dass die Blöcke langsam am Ende kommen. Also wir fahren die bis 650 PS mit Serienkolben und Pleuel. Drüber hinaus machen wir dann verstärkte Pleuler rein, weil einfach das Drehmoment dann so explodiert, dass die Pleuler das nicht mitmachen. Also die verbiegen sich dann einfach. Okay, so viel erstmal zur Motorentechnik. Jetzt eigentlich das für mich viel Interessantere. Was muss gemacht werden, um diesen 5-Zylinder hier reinzukriegen? Weil es ist halt nun mal VW und kein Audi eigentlich, ne? Genau. hauptsächlich, also das, was auf jeden Fall geändert wird, was wir immer ändern, das ist die Achse, also beziehungsweise, das heißt bei VW Aggregateträger, weil das Deco 500 so groß ist und so dick ist, dass das einfach original ist eine Stahlachse drunter und einfach davor schlägt, sodass du die Achse vom RS3 nehmen musst, damit du das hinkriegst. Dann in dem Fall oder muss auch die Kardanwelle geändert werden, weil die alten, die hatten noch alle so eine HD-Scheibe vorne. Das haben sie jetzt geändert. Das ist gesteckt mit so einem kleinen Gelenk. Wird einfach draufgeschoben mit einer Verzahnung. Früher wurde verschraubt. Kommt uns auch ganz zugute, weil die Kardanwelle, wenn du so eine dicke HD-Scheibe hast und da ein Hosenrohr bauen musst und alles, das ist natürlich, sag ich mal, immer... Platz immer gut. Genau, richtig. Dann in dem Fall bis zu einer gewissen Leistung, sagen wir mal so bis 600 PS, ja, 550, 600, schaffen es noch die Ladeluftkühler, die zwischen dem Paket sitzen. Mhm. Also man hat ja im Prinzip den Wasserkühler, Ladeluftkühler und den Klimakühler. Mhm. Und bei dem ist es so, dass der Ladeluftkühler quasi der Hauptträger ist und daran wird der Wasserkühler und der Klimakühler geschraubt. Bis zu der Leistung können wir noch mit Wagner Ladeluftkühler oder so fahren. Alles drüber hinaus mussten wir dann wirklich einen Frontladeluftkühler entwickeln. Beziehungsweise haben wir auch schon bei den alten Ladeluftkühler mussten wir alles ein bisschen versetzen, um weiter nach vorne zu kommen, um Platz einfach für den Motor zu schaffen. Haben einen Lüfter weggenommen und haben da einen Sparlüfter einfach reingemacht, damit wir weniger Platz haben, also ein bisschen mehr Platz haben, um weniger aufzutragen, wegen der Lichtmaschine, Klimakompressor da unten. Das muss man halt alles ein bisschen versetzen nach vorne. Bei den großen Umbauten, wirklich mit, wo es dann in Richtung 700 PS geht, da haben wir dann einen speziellen nochmal Ladeluftkühler entwickelt, einen Frontladeluftkühler.
haben uns im Prinzip einen Rahmen gebaut, wo wir dann den Klimakühler und den Wasserkühler dran schrauben und das ganze Paket ganz dicht aneinander rückt, um so einfach den Platz auch vorne zu haben und alles. Aber so die eigentliche Karosse, so Spritzwand zum Turbolader hin, von der Breite her und so weiter, das passt alles. Da müssen wir nichts machen. Ja, wegen dem Luftfilterkasten rückt natürlich so ein bisschen Platzprobleme und mit der Batterie. Da haben wir dann einen schönen Halter gebaut und... So diese ganzen kleinen Halter, Leitungen, ist Stecker... Ist alles original, ist alles Serie. Das passt alles. Das passt alles, weil ich bin ja auch immer so einer, bei dem muss das auch immer so alles wie original so aussehen. Da muss jeder Schlauch einen Clip haben und so weiter. Das ist auch wirklich, der Golf 7 hat hier auch die Stecker für die Lambda-Sonnen sitzen. Ja. Und das bleibt wirklich komplett original so... komplett erhalten. Und hier macht ihr, das ist die mittlere Lightbox, ne? Genau, richtig. Der sie noch nicht kennt, das sind diese, ich sag jetzt mal, ultraleichten Lithium-Batterien. Die hat auch genug Saft, um den Fünfzylinder im Alltag zu starten und so weiter. Ja, da muss natürlich dann die Bordnetzelektronik, weil der eine Start-Stopp-Automatik hat, so ein bisschen die Bordnetzelektronik angepasst werden. Ja, das geht auch. Das passen wir dann in der Bordnetzelektronik an, damit die Batterien halt die Lebensdauer haben oder nicht so belastet wird. Das muss halt ein bisschen umprogrammiert werden. Das Krasse ist nämlich, diese Batterie wiegt nämlich nur 2 Kilogramm. Die Originale hat ja locker 17, 18, 19, je nachdem wie sie groß ist. Ne? Das heißt, da purzeln schon mal die Kilos. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Weil du sagst, Deku 500, so groß und schwer, gegenüber einem Airgolf, wie viel ist das Ganze schwerer ungefähr? Oh, da muss ich leider passen, das haben wir doch gar nicht so gewogen. Kann man so, also man merkt es schon, dass er kopflastiger ist. Wir haben es jetzt in dem Fall, sage ich mal, so ein bisschen gegengearbeitet. Wir haben hier in den Fahrzeugen, ist immer ein KW3-Fahrwerk zum Beispiel verbaut und haben da andere Federn genommen von einem schwereren Motor, die... Ob man es glaubt oder nicht, aber die Dieselmotoren, teilweise gibt es Golf 7 mit Dieselmotor, die schwerer sind als quasi der RS3-Geschichte. Mhm. Und von denen haben wir dann die Federn genommen, haben uns da bei KW einmal beraten und haben mit denen ein bisschen zusammen überlegt und da halt in dem Sinne was gemacht. Eine Frage habe ich noch. Du hast ja gesagt, RS3-Achse vorne. RS3 ist ja dafür bekannt, dass der vorne ein bisschen breiter ist als hinten. Zumindest sieht er optisch immer so aus. Ja. Ist die Achse breiter? Kriegt ihr damit vorne mehr Spur? Nein, oder? Das ist nur der mittlere Aggregateträger, im Prinzip da, wo die, wo das Lenkgetriebe dran geschraubt ist und sowas an sich, bleibt die Breite alles komplett gleich. Das bleibt alles gleich. Genau, okay. Richtig. Ja. Was ich gerade sehe, was noch ein Punkt ist, ja, Scheibenreinigungsanlage. Mhm. Die muss auf jeden Fall versetzt werden. Regulär sitzt der halt, sitzt das Ganze hier vorne. Und der RS3 hat den im Kotflügel sitzen. Mhm. Und jetzt haben wir den Tank genommen und haben den wirklich komplett umgearbeitet, dass wir den in den Kotflügel reinbekommen und den Schnorchel natürlich nach hier oben verlegt, weil der RS3 hat das serienmäßig alles da sitzen. Okay. In Einfüllstutzen. Letzten Fragen, wie lange habt ihr gebraucht, bis das Ganze funktioniert hat in so einem Auto? War wahrscheinlich schon ein bisschen längerer Prozess, oder? Ja, also das erste Mal wirklich, bis wir überhaupt, sag ich mal, die ganzen Schaltpläne aufgeschlüsselt haben, saß der Kollege schon 2 Wochen erstmal am Tisch und hat Schaltpläne studiert, hat sich überlegt, okay, von wo nach wo muss ich was umpinnen und sowas. Dann war natürlich die große Herausforderung, erstmal überhaupt das Deku 500 in einem Golf 7 mit einzubinden ins Kennbus-System. Man kann nicht einfach irgendwie ein Getriebe nehmen und es läuft, weil die Wegfahrsperre in der im DSG-Getriebe auch drin ist. Das Starten ging eigentlich relativ schnell, aber wirklich, dass du auch einen Gang einlegen kannst und damit fahren kannst, das hat dann doch schon nochmal gedauert, wo wir wirklich halt über einen Tester und sowas ja auch ein bisschen getrickst haben, um das Getriebe anzulernen, dass er das zumindest ein gebrauchtes vor allem, weil da ja eine vorhandene Software drauf ist von irgendeinem anderen Auto und. Das wirklich da drin ans Laufen zu bekommen. Ne? So, jetzt die aller entscheidendste Frage aktuell. TÜV-Eintragung? Ja, genau. Möglich? Ja, TÜV-Eintragung ist möglich. Wir haben mit der Firma MTR Performance, die hat ein Abgasgutachten gemacht für die Motoren, also für den 8V1, auch für die 8V2 Motoren. Hat das Ganze ein Auto genommen, hat das alles ins Abgaslabor gestellt und hat dort ein Abgasgutachten gemacht, in Verbindung mit einem Upgrade-Turbolader und unser Hosenrohr, also unsere Downpipe, Ansaugung, Cut-Module. Wir haben im Prinzip die ganze drumherum die Hardware geliefert. Er hat die Software dafür gemacht und das Ganze dann ins Abgaslabor abgegeben. Ne? Geht das Ganze nur beim Golf 7 oder theoretisch auch, ich sag jetzt mal, Golf 6? Nein, also wir haben jetzt nur für den Golf 7 gemacht. Für den Golf 6 geht es auch.
Allerdings dann nicht mit den neuen Motoren, weil das Kennbus-System ist so komplex, dass man es da drin nicht ans Laufen kriegt. Die Motoren aus dem RS3 8P zum Beispiel oder 8J, die kriegt man da rein. Die kriegt man auf jeden Fall ans Laufen, aber ich wüsste jetzt nicht, wer jetzt direkt TÜV dafür hat oder sagen kann, wir können das auch alles offiziell eintragen. So, wir haben zum Glück noch nicht verraten, wie viel PS dieses gute Stück hat. Deswegen würde ich sagen, wir messen den einfach mal hier bei euch auf dem Prüfstand. Genau. Und danach gibt es natürlich noch eine Probefahrt. Mich auf jeden Fall begeistert, weil tatsächlich, schön. Man kennt es ja vom Prüfstand, man geht immer so von 2-3 Messungen aus, aber gleich die erste ist ja wirklich fast bilderbuchmäßig, ne? Ja, wie gemalt, ne? Und jetzt kommt es 732 PS in dem Golf. Genau. Das ist schon sportlich, ne? Ja, wie gesagt, ist jetzt mal so voll aufgedreht, sage ich mal, alles, was heißt alles, was geht, aber was jetzt so an sich technisch möglich ist und, sag ich mal, ohne Einspritzdüsen weiter und sowas. 823 Newtonmeter. Und was halt auch extrem cool ist, das Ding ist ja wirklich bei 3,5 vom Drehmoment her schon voll da. Und dann hast du ja wirklich von 3,5 bis 7,5 zum Fahren. Das ist ja mehr als das halbe Drehzahlband so ungefähr, ne? Doch, da waren wir auf jeden Fall auch selber sehr überrascht, sage ich mal, allgemein, dass die Leistungskurve, das Drehmoment so sauber war, auch schon damals, wo wir das Auto halt gebaut haben, ne? Dass man die Motoren wirklich sehr schön abstimmen kann mit der Leistung und die sich so sauber auch ein langes Drehzahlband hast, wo du wirklich Spaß mit hast. Ne? Ja. Nee, krass. So, jetzt müssen wir fahren, weil jetzt freue ich mich natürlich umso mehr drauf. So, muss ich irgendwas beachten oder kann ich komplett fahren wie Serie? Das ist komplett Serie eigentlich, will nicht sagen, aber es ist idiotensicher. Okay, so erstmal wie Serie, ne? Ich finde ihn auch erstaunlich. Ist das irgendwie mit Klappe oder ist er immer so leise? Darunter hängt die RS3 Auspuffanlage. Ah, die geht so weit? Die kann man mit der Leistung noch fahren? Ja, 650 PS ist mit Original nicht umgebaut, ist da an sich Schluss. Also ist jetzt genau langsam Grenze. Ja, für die Auspuffanlage ja, die ist schon geändert. Das hörst du gleich, wenn die Klappe offen ist oder hast du schon auf dem Prüfstand gehört. Bei offener Klappe ist sie geändert. Muss ich jetzt irgendwie ESP anmachen, ausmachen, egal? Nein, brauchst du nicht. Du kannst so fahren. Die Klappe öffnet sich automatisch bei knapp 4000 Umdrehungen. Das heißt, du kannst auch Volllast fahren, so wie es dir passt. Du musst da jetzt nicht irgendeinen Modus verstellen oder sonst irgendwas. Die Klappe öffnet sich, du kannst Volllast fahren. Du kannst natürlich auch auf den Race-Modus umschalten, den er da drin hat. Dann ist die Klappe in dem Fall dauerhaft geöffnet. Und ob ich jetzt, ist ein Unterschied, ob ich in D- oder Sportmodus fahre? Nur von den Schaltzeitpunkten. Okay. Was fährt das Ding dann spitze? Wurde das schon mal getestet? Nee. Also bis jetzt noch nicht? Nein, bis jetzt noch nicht getestet. Die Deco 500 Getriebe sind ja relativ lang, ne? Also lang genug übersetzt sein wird er, ne? Die sind schon ziemlich lang. Das ist jetzt noch die CEPA-Version, also die Gussblock-Version. Ihr müsste mit dem Drehzahlbegrenzer irgendwo bei 340 liegen. Krass. Und der fährt jetzt ja ganz normal auf Sprit? Ja, wie Power wollte ich schon sagen. Ultimate, 102 Oktan, 102. Ultimate, ja. Und keine Wassermethanol, gar nichts? Gar nichts. Sag's mir aber, bevor du drauf ladest, bitte Bescheid, nicht, dass ich die Kamera im Gesicht habe. Ja. Oh, finde ich eigentlich ganz witzig. Das heißt, wenn man jetzt so normal fährt, macht er auch Klappe auf zu die ganze Zeit? Ja. Ist echt leise, das Ding, ne? Ist nicht weit weg von der Serie geschlossen Klappenzustand. Deswegen sehr angenehm, auf weitere Strecken damit zu fahren. Das Fahrwerk fährt echt gut in dem Auto. Das ist so eine Sache, die das auch angenehm macht und halt die Lautstärke. Ja.
Akustik ist aber witzig, ne? Hört sich absolut geil an. So, weil man hört irgendwie so, wie sich das Ding so aufbläst, ne? Ja. Ich habe in dem Video von JP damals, ich weiß gar nicht, ist bestimmt schon ein, zwei Jahre her, da haben die einen Fünfzylinder aus dem Werk bekommen. Und da habe ich, das habe ich bestimmt 20 Mal gesehen, das Video, weil du kriegst wirklich pur Gänsehaut. Ja. Ja, das ist halt 15er durch diesen gleichmäßigen Abstand, der allerdings wiederum, ne, falsch, wie soll man das erklären? Ja, relativ genau. Ja, er ist gleichmäßig, aber so ist halt beim 5er-Takt. Genau, beim 4-Zylinder hat man es ja immer so, dass 2 Zylinder gleichzeitig oben und unten sind. Mhm. Und 5-Zylinder ist halt wirklich 360 Grad durch 5 und dementsprechend immer ein Kolben nach unten. Auf jeden Fall geil finde, ist schon mal, fährt wirklich 100% sauber, ja, wie original, ne? Ja. So egal, beim Schalten, Reintreten, ja, und so weiter, ne? Richtig. Wo ich immer noch positiv von überrascht bin, weil GTX 35 war das drauf, ne? Ja. Ist ja schon ein recht großer Lader. Richtig. Dass das auf dem 5-Zylinder immer noch relativ schnell anspricht, ne? Schönes Ansprechverhalten und auch nicht so, dass du nach dem wieder draufgehen aufs Gas ein langes... So, also man hat zwar schon noch, ich sag mal, wir hatten ja auf dem Prüfstand ungefähr gesehen, dass es so bei 3,5 voll da ist. Ich trete jetzt bei 3000 mal rein. So, und schon geht er los. Das macht echt Spaß. Könnte ich den ganzen Tag machen. Also das Drehzahlband ist schon wirklich krass von der Breite her, ne? So, der fährt ja, selbst wenn du bei 3000 reintrittst, dauert das vielleicht so gefühlt 2-3 Sekunden, dann hast du 3,5, dann ist der voll da und dann schiebt der wirklich in 1 durch bis zu diesen 7,5, ne? Das ist halt beim DSG immer noch ein bisschen so eine Drehmomentbegrenzung, ja, als Schwungradschutz. Nochmal für mich als Laie, Deco 500 und Deco 250, was jetzt bei mir in dem Paket dabei gewesen wäre. Wo ist da der Unterschied? Der hauptsächliche Unterschied ist, dass das Deco 500 7 Gänge hat. Das Deco 250 hat nur 6 Gänge und kann deutlich weniger Drehmoment übertragen. Ist für deutlich weniger Drehmoment ausgelegt. Mhm. Laut Herstellerangabe sind das für Dauerbelastung 250 Newtonmeter beim Deco 250 und 500 Newtonmeter beim Deco 500. Ich kann gerade mal eine Messung machen. Gefahren, allerdings auch in einem Gang zu hoch losgefahren und GoPro-bedingt konnte ich den Drehzahlbegrenzer nicht sehen, somit voll reingefahren. Also da geht auf jeden Fall los. Aber 6,2 ist schon flott, ne? Ja. Kannst du im Prinzip auch auf Sport fahren, dann dreht er den auch komplett aus. Und dann schaltet er selber? Dann schaltet er selber. Kannst du mal über einen Fahrmodus-Auswahl im Prinzip auf Race stellen. Mhm. Dann ist die Klappe auch im unteren Drehzahlbereich offen. Dann merkst du halt auch ein kleines bisschen früher den Lader anspulen. Der war auf Race. Nee, die Klappe war nicht dauerhaft. Jetzt ist er Race. Ah, okay. Der ist immer optisch auf dem letzten Menü, das du ausgewählt hast. Beim Neustart ist er immer wieder in Komfort. Das heißt, im Race-Modus ist Klappe Dauer auf? Richtig. Und was ändert sich noch? Die Schaltzeiten vom Getriebe. Da ist er nochmal schneller, okay. Ja. Aber er schaltet immer noch automatisch in dem Moment, außer Richtig. Ich schalte manuell. Richtig. Ich muss den Leuten auf jeden Fall noch einmal hier gleich zeigen, wie krass der. Wir treten bei 3000 mal rein, weil ich finde nach wie vor 3000 ist für so einen 5-Zylinder nicht viel Drehzahl, ne? So, wir treten jetzt rein.
allerdings hat er jetzt bei 6,5 geschaltet. Hat er schon bei 6,5 geschaltet? Echt? So, ey. Was ich halt wirklich beachtlich bei dem Auto finde, ist, wenn wir jetzt bei 4000 reintreten, geht das Ding einfach direkt los. Also ich trete noch gar nicht rein. So, René, festhalten. Jawohl. Ja, das macht doch Spaß im zweiten Gang, oder? Ja. Muss ich auch sagen. Traktion auch krass, ne? Traktion ist super. So, wenn man so noch diese Anfangszeiten von 4Motion so gewohnt ist, wo so ein Auto schon immer vorne erstmal so angedreht hat, genau, ne? Der ist ja wirklich sofort. Sofort voll. Funktioniert auch. Der ist aber dann schon grob. Das knallt richtig rein. Das ist dann entweder klappt oder Welle ab. Ja, bis jetzt haben wir noch keinen gehabt mit Welle ab, aber es ist schon. So, wenn man hier auf der Hinterachse sitzt, das knallt aber schon im Unterboden, ja. Was denkst du, was würdest du tippen, wenn so ein Auto fahren? Auf jeden Fall im 3-Sekunden-Bereich irgendwas, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Bam, bam, bam. Der knallt aber, finde ich, zum Beispiel schöner als der RS6 neulich. Wo das mehr so wie so ein Trillern oder so war, ne? Hier ist das ja schon so ein richtiges Knallen halt, ne? Woran hat es gelegen? Geht so schnell, dass gar nicht mit dem Schalten hinterher. Genau, also man muss wirklich drauf achten, wann man schaltet, so ungefähr. Weil er doch recht schnell da reinfährt. Ich bin natürlich auch die GoPro so für so ein bisschen genau der Bereich ist abgedeckt. Also ich muss so zur Seite gucken. Aber beißt schon heftig an so im ersten. Ne? Brutal. Richtig geil. Weil selbst im ersten Gang kommt der Lader trotzdem noch so heftig. Ne? Es ist nicht so, dass der dann langsam, also dass der Lader später kommt, als er rausdreht, sondern er kommt im ersten sogar noch. Ne? Ich wusste, dass das geil wird, aber dass das so geil wird, wurde dann nicht mehr gerechnet. Auto gewöhnt sich an uns. Zeiten werden besser. 5,9. Das war jetzt allerdings auch wirklich on point geschaltet. Also wenn ich mir das Diagramm angucke, der dreht ja bis 7,5. Das war wirklich, ich glaube, wenn ich ein Atömchen länger geschaltet hätte, später, dann wäre es schon wieder zu spät gewesen. Er dreht bis 7,4 und die Leistung steigt prinzipiell bis zum Schluss. Ja. Deswegen fährt man auch, glaube ich, relativ schnell in den Begrenzer rein. Weil es zieht ja immer weiter und du willst ja noch gar nicht schalten, ne? Weil du denkst, es geht weiter, ne? Und dann bang. Ja. So, also ich würde sagen 5,9, damit belassen wir es auf jeden Fall. Für 3 Leute hier drin ist das schon. Ja. Vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, wir fahren ja reproduzierbar nicht langsamer, sondern wir werden ja von Messung zu Messung sogar schneller, ne? Was ja auch nicht bei vielen Autos der Fall ist, ne? Also das ist schon geil. Ja, Arthur, ich muss sagen, also ich bin auf jeden Fall begeistert, mich habt ihr auf jeden Fall überzeugt. Das freut mich. Danke, dass wir euch dieses Auto vorstellen durften. Wenn ihr Bock auf so einen 5-Zylinder habt, SAR Turbotechnik aus Paderborn, einfach Arthur im Quadrat kontaktieren. Ja. Die heißen nämlich beide Arthur. Und ich würde sagen, es hat mega Spaß gemacht. René kriegt das Grinsen auch nicht mehr aus dem Gesicht. Ja. Er freut sich jetzt natürlich darauf, dass er sein Auto fahren darf. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Video in Paderborn.